Ja, einmal tief Luft holen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Es ist etwas übersichtlicher heute, aber das hat vielleicht auch seinen Grund. Zunächst mal aber dann doch, bevor ich anfange mit der Pressekonferenz heute in Vertretung für Achim Biermann, der leider krankheitsbedingt ausgefallen ist. Dir, lieber Ralf, nochmal ganz herzliches Dankeschön, als Spätarsponsor heute zur Verfügung gestanden zu haben von der Firma Wackernbau. Super, Dankeschön. Kurz die Einschätzung der Trainer kommt ja gleich, also Revanche bis Glück, kann man nicht anders sagen. Ich sage mal so, bis 5 Minuten vor dem Ende hätten wir wahrscheinlich super gespielt, 3-1, klasse, ist doch was draus geworden, aber dann liegt alles anders. Aber wie die Trainer das Spiel gesehen haben, werden sie uns jetzt gleich selber sagen, wie immer. Beginnen natürlich die Gäste und ihr habt gesehen, auch das ist uns leider ein bisschen schief gelaufen. Wir haben den falschen Namen aufgeschrieben, dafür Entschuldigung, aber jetzt hast du das Wort, bitteschön. Ja, schönen guten Tag erstmal. Die Voraussetzungen für dieses schwierige Spiel aus unserer Seite, von unserer Seite waren natürlich nicht ganz so einfach. Wir mussten auf vier wichtige Spieler verzichten, mit Jonas Reiß, Rico Keil und so weiter. Dann war ich natürlich gezwungen, meine Mannschaft so ein bisschen umzustellen. Ich habe das Zentrum relativ stark gemacht mit Sava Mihajlovic, Ole Schuller und Björn Plate, um einfach sich nicht einfach nur hinten reinzustellen und warten, bis du dann hier irgendwann das eine oder andere Gegentor bekommst. Das ist uns eigentlich in der ersten Halbzeit ganz gut gelungen. Sicherlich hatte Neubrandenburg bessere Spielanteile, auch war eigentlich klar die bessere Mannschaft. Wir wollten dann einfach nur ein, zwei Nadelstiche setzen. Das ist uns dann in der ersten Halbzeit auch gelungen. Und leider war dann unser Problem wieder zu erkennen, Standardsituation, Ecken, so fiel dann auch das zweite Tor durch Fischi, wo wir dann mit 2-2 ins Hinten lagen. Enno Kack hatte, wie gesagt, dann noch das 1-1 gemacht, das war in Ordnung, habe ich der Mannschaft auch in der Halbzeit gesagt. Ja, und dann, ich hatte gedacht, wir müssen einfach Geduld haben, wir müssen warten, vielleicht nochmal so einen Nadelstich setzen, sicherlich mit Neubrandenburg nochmal eine Schippe drauflegen und uns das schwer machen. Ja, und dann kam halt die blöde gelb-rote Karte, aus meiner Sicht war verdient. Zweimal faul gespielt, zweimal gelbwürdig, ist dann halt gelb-rot. Dann spielst du mit 10 Mann weiter und das wird dann natürlich, wenn du mit 2-2 sind, nicht ganz so einfach. Hat dann auch nicht lange gedauert, dann war das 3-1 da. Und und dann musste ich versuchen, meine Mannschaft so ein bisschen im Griff zu behalten. Nicht, dass sie dann wild nach vorne rennen, um noch irgendwie das zweite Tor zu erzielen. Und meistens bekommst du dann vielleicht auch das vierte oder vielleicht sogar fünfte. Und das war durchaus möglich. Verletzt sich Sava Mihajlovic auch noch. Muss der auch noch runter, ist auch nicht gerade ein unwichtiger Spieler für uns. Und dann kam nachher die Nachspielzeit. Ja, und in der Halbzeit habe ich zu den Jungs gesagt, man kann auch irgendwo zum Schluss ein Tor machen, um dann die Verwirrung auszunutzen des Gegners, um dann vielleicht noch einen nachzulegen, dass das nachher so funktioniert hat. Bin ich selbst überrascht. Ich nehme diesen Punkt oder wir nehmen diesen Punkt sehr, sehr gerne mit, denn es hätte auch was anderes passieren können. Und ich habe das Spiel letzte Woche von euch gegen gegen Witzow angeschaut und so hätte das auch heute passieren können. Demzufolge bin ich halb froh über das Ergebnis und für das Auftreten meiner Mannschaft. Ja, Brügger, jetzt bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, also kurz nach dem Spiel fühlen wir so ein bisschen die Worte. Unterm Strich muss man sagen, tut mir zwar leid, so zu sagen, dass wir müssen, aber ich sag mal, so viele Tätigkeiten müssen bestraft werden und auch zu Recht. Vorne hast du so viele Chancen, machst das Tor nicht mit Überheblichkeit, keine Zielstrebigkeit. Defensiv, fängst du an mit der Hacke zu spielen bei 3-2-1 Führung, 5 Minuten Spielzeit noch auf der Ruhe. Und weiß auch nicht, wie das eigentlich so passieren konnte. Am Ende steht 3-3, wer nun die bessere Mannschaft war und wer nicht die bessere Mannschaft war, ist völlig, völlig egal. Ja, wir haben hier das Spiel aus der Hand gegeben. Darüber bin ich natürlich riesen enttäuscht nach den Möglichkeiten, die wir hatten. Ja, wie gesagt, schwierig, erstmal in die Passung zu bekommen.
wahrscheinlich lag es daran, ich gehöre nur zum Mannschaftsteil. Wahrscheinlich habe ich auch falsch gewechselt, wenn ich gesehen habe, dass ein, zwei Spieler oder zwei Spieler, die ich gewechselt habe, stehen bleiben und überhaupt nicht mehr nach hinten arbeiten. Nein, denn, ja, muss ich mir als Trainer aufhören, ob das dann vielleicht richtig war mit den Einwechslungen und beziehe mich dann hier völlig mit an. Okay, dann danke an die beiden Trainer. Der schüttelt den Kopf, hat keine, auch keine Fragen. Mir fehlen auch die Worte. Ja. Gibt es aus dem Publikum noch Fragen, Anmerkungen? Ja, dann lasst uns gemeinsam weiterschweigen. Vielen Dank. Kommt nach Hause, schönes Wochenende.